Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder ein bisschen was gemacht. Wir haben die Gollum-Kammer, die Gollop-Kammer fertig gebaut. Und ich glaube, wir hatten eine kleine Mission mit Zivilisten gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die Folgen sind jetzt wieder so 24 Stunden später aufgenommen, weil... alles klar, weil ich nicht wirklich viel Zeit hatte, weil ich dezent andere Dinge am Tun war. Hust, andere Spiele zocken, Hust. Was haben wir denn? Eine Barkasse. UFO-Klasse Barkasse. Ach, ist das jetzt eine fliegende Kneipe oder was? Ja, dann würde ich mal sagen, Ätherer. Ach, das sind wieder diese, wie heißen sie? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, was haben wir denn? Wir haben ein Problem. Ja, das gefällt mir gar nicht. Oje, was haben wir denn? Wir haben... Oh, ich habe nur eine Sturmeinheit dabei, das ist schlecht. Ich habe zwei Unterstützungen. Ja, noch eine schwere Einheit will ich eigentlich nicht, da bin ich mit einer schon gut bedient. Ja, noch ein Scharfschütze ist natürlich auch kacke. Ja, okay, gut, nehme ich halt noch eine schwere Einheit. Was haben wir denn für eine Bewaffnung für dich? Gut, der ist auch fast Colonel, dann geht das ja noch. Du kriegst eine Schalenrüstung. Ich habe nur ein leichtes MG für dich, das ist... Das müssen wir mal ändern. Du nimmst dir mal bitte... dieses Gewehr. Wem gebe ich jetzt die Titanrüstung, die andere? Er braucht erstmal eine andere Waffe. Bevor hier irgendwas gemacht wird, brauche ich eine andere Waffe. Nein, nicht Einrichtung bauen und kaufen. Schwerer Plasmawerfer, das ist glaube ich die... Ja, eigentlich könnte ich den einmal herstellen. Habe ich was zum Verkaufen? Machen wir das einfach mal so. Besuche den Schwarzmarkt. Dünner Mannleiche könnten wir ein paar verkaufen. Ich würde fast schon meinen, dass wir ein paar dünne Mannleichen verkaufen. Mal so 9 Stück. Ja, ich bin ja so einer, ich brauche gerade Zahlen. Also... sowas wie 25 oder 40, sowas geht in Ordnung, aber alles, was so dazwischen ist, ist immer so eine Sache. 90 Öken, das reicht. Schließen wir den Handel ab. Dann Bauen kaufe. Schwerer Plasmawerfer. Den stellen wir einmal her. Auftrag erteilen. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt zum UFO-Landeplatz. Skyranger losschicken. Vega. Mein Guter, vielleicht bewährst du dich. Sieht gut aus. Kann sich sehen lassen. Vielleicht bewährst du dich ja damit jetzt ein bisschen mehr. Hoffentlich. Und dann kriegst du nämlich den anderen. Dann ist das alles halb so wild. Ach ja. Lustig, dass sich die Rüstung hier dann auch ändert. Naja. Okay, anderen Raketenwerfer haben wir nicht. Jetzt haben wir 2 Raketenwerfer. Damit kann ich ja auch schon mal viel arbeiten. Das waren 18 Gegner, ne? Das könnte echt eklig werden. Gut, muss ich halt langsam vorgehen. Oh, warte mal, das ist eine andere Unterstützungseinheit, ne? Du hast aber schon ein Plasmagewehr. Plasmapistolen habe ich noch 2 zur Auswahl.
Du hast 14 KP. Ja, du behältst die Nanofaserweste. Warte mal, wo ist der andere Scharfschütze? Hier. Bewaffnung. Du kriegst das Scope, bitte. 11 KP. Du nimmst mal bitte die hier. Und nimmst die hier. Boah, du hast mir definitiv zu wenig Leben. Du kriegst die hier. So. Ich würde sagen, wir haben zweimal Medikit dabei. Habe ich recht? Nein, habe ich nicht. Warum? Warum hast du... nimm mal bitte das Medikit. Ah, die Nanofaser. Was? Nee, ich muss... 12 KP. Nee, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. 14 ist mir schon lieber. Na, Brüsterle. Heute mal Wasser. So, du nimmst das Medikit mit. Und dann würde ich sagen, probieren wir es aus. Fängt gut an, die Folge. Ich habe nicht mal diesen Button losgelassen. Alarm! 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 Oh, das ist wieder so ein UFO-Kampf. Ah, ne, es ist gelandet. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Ich finde es irgendwie lustig, dass jedes Mal bei so einer Mission er sein Mikrofon wechselt. Das ist irgendwie so funny. Oder aber durch den Landeanflug, ne, mache ich so starke Vibration, dass die... Hier spricht Big Sky. Wir sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich mache ich so starke Vibrationen, dass einfach das Signal unterbrochen wird. Okay, das ist ziemlich groß, das Gebiet. Das ist verdammt groß. Das Erste, was wir tun, ist speichern. Das ist wichtig, speichern. So, dann... Ich bin mit diesem Team nicht wirklich zufrieden. Die haben alle so wenig Leben irgendwie. Vor allem er hier. Egal. Gut, kriegen wir schon hin. Wir machen das Beste draus. So. Hier geht's hoch. Ja, die Frage ist, wo sind sie halt? Ich denke mal, hier hinter ist keiner. Das würde für mich keinen Sinn ergeben. Weil die sind ja gelandet und es steigt ja keiner hinten aus. Zumal wenn die Karte halt auch geschlossen ist. Okay, gut. Ich würde sagen, du bewegst dich einfach mal dahin. Sieht gut aus. Du musst dich noch bewähren, meine Gute. Du stellst dich mal... Ja, ich will ja hier eigentlich reingehen. Da würde ich nämlich direkt ins UFO rennen. Rein. Und dann denke ich, wird das schon irgendwie funktionieren. Stellst du dich mal dahin. Okay. Ach, du hast die Schredderrakete, genau. Ich hatte mit dir das andere gewählt. Das den Schaden, glaube ich, noch von den anderen erhöht, wenn ich mich... Ja. Finde ich gut. Hat 90%... Warum hat das eigentlich 90%? Also Raketen generell. Vega, Alter, diese Waffe sieht ja schon echt nicht übel, echt nicht schlecht aus. Du gehst auch mal hier hin. Wiles, du gehst dann dahin. Und wir verharren diese Runde erstmal und schauen, wie sich die Aliens so verhalten. Nice, und da kommt schon mal die erste Cyberdisk. Also dieser Plasmawerfer, der schwer, und der sieht schon echt nicht schlecht aus. Habe ich gerade echt beide Drohnen mit dem Feldpostenschuss gekillt? Piu. Oh. Das passt schon, das ist okay. Das steht da aber, glaube ich, ziemlich gut. Wo sind wir hin? What?
What? Ah, sie hat jetzt auch das Aufdecker-Ding. Hä, wo ist der hin? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Oh lul, der stand dort. Und die sieht ihn nicht. Oh Mann. Okay, das kriegen wir aber hin, das ist absolut gar kein Problem. Weißt du was? YOLO. Ist okay, die drei Schaden nehme ich hin. So, haben wir schon mal 3 von 18 Toten, also schon mal einen schönen Sechster weggeklatscht. Ich möchte diese Runde irgendwie verharren. Du lädst nach. Und gucken, was passiert. Dass ich da direkt schon. Ja, okay, gut, jetzt kommt erst der Dritte. Oh, ein sauberer Schuss. Da hat sie sich extra die Zeit genommen, um auch zu treffen. Gut. Jetzt haben wir 3 kaputt. Okay. Johnson. Ich komme auf das Dach davon. Das ist eine Leiter? Okay, ich dachte, das ist eigentlich Licht, aber wenn es eine Leiter ist, ist es okay. Wie gehe ich vor? Eigentlich kann ich hier eigentlich ein Loch reinschießen, dass die halbe Wand kaputt ist? Wir speichern trotzdem mal nochmal. Mein theoretisch. Eine Art Versorgungsschiff mit enormer Frachtkapazität zu sein. Wenn die Aliens versuchen, solch riesige Mengen außerirdischer Materialien hierher zu schaffen, kann das nur heißen, dass sie ihre Invasionsbemühungen verstärken wollen. Davon gehe ich aus, dass sie das alles verstärken wollen. Du bleibst mal noch hier. Oh, wenn da jetzt einer eine Granate reinzimmert, ne? Dann bin ich ziemlich am Arsch. Ja, okay, gut, dann geh halt auch vor. Passt schon. Sieht lustig aus, wie sie alle in einer Reihe stehen. Wir gucken mal rein. Aber ich habe ja schon irgendwie kein gutes Gefühl, da reinzugehen, ne? Wir stellen uns mal dahin. Okay. Das sieht gut aus. Damit kann ich arbeiten. Wir rücken alle vor. Du gehst dahin. Sie muss eigentlich. Sie geht dahin. Ich voll rein. Ist mir jetzt sowas von YOLO. Okay, das ist schon mal schlecht. Okay, sie kommen nicht näher. Aber die muss ich mir noch betäuben, glaube ich, ne? Das gefällt mir gar nicht. So, 59, 59, 49, 49. Okay. Du gehst mal dahin. Und wirfst bitte die Rauchgranate, sodass sie da vorne drin ist. Aber die werfe ich, wenn alle anderen geschossen haben, weil ich glaube, das verringert ja auch meine Trefferchance. Du stellst dich dahin, dass du nachher eine Rakete schießen kannst. Und ihr seid jetzt am Feuern dran, 50%. Also einen davon muss ich betäuben. Da komm, werde ich nicht drum rumkommen. Alter, der hat auch so einen schweren Laser, holy shit. Wir machen den rechten kaputt. Hoffentlich. Sauber. Das gefällt mir. Johnson. Das ist natürlich eine beschissene Trefferchance, aber du könntest eine Granate werfen. Die leider keinen trifft. Shit. Du wirfst gleich die Rauchgranate. So, triffst du vielleicht hier den rechten. 49%. Ist nicht viel. 40% Grit ist viel.
Bitte treff, bitte. Es ist wichtig, dass du jetzt triffst. Ich meine, bevor meine Runde halt komplett wasted ist. Shit. Gut, lief nicht so gut. Kriegen wir aber hin. Ja, wichtig ist, dass die da vorne in Schutz ist. Ah ja, er hat ja schon doch schon viel Leben, muss ich ja sagen. Wir schauen einfach mal, was passiert. Er wirft eine Granate. War zu erwarten. Oh nein, direkt. Ja, kann man mal machen. Das ist echt verdammt schlecht. Das ist jetzt echt verdammt schlecht. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe 3 Runden Zeit. Dass die ausfallen in der nächsten Mission, das ist schon mal so sicher wie, was weiß ich. Wenn ich die jetzt wiederbelebe, schaufel ich mir quasi mein eigenes Grab. Ich muss entgegen angreifen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich kann nicht nach vorne gehen. Alter, könnt ihr wenigstens... Junge, könnt ihr wenigstens einmal in eurem Fuck-Leben treffen? Alter, ey, das ist nicht euer Ernst. Wenn der jetzt verfehlt, ich wollte schon sagen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber ich will ja einen auf jeden Fall noch betäuben. So, sie hat natürlich jetzt keinen Reichweite. Dann kommst du mal schnell zurück. Die Frage ist, können die sterben, wenn die da jetzt nochmal eine Granate hinwerfen? Das weiß ich nämlich nicht. Ich weiß halt immer noch nicht, wo sie sind. Aber ich muss sie jetzt hochholen, weil da ich sie sowieso nicht sehe. Oh, das tut mir so leid, dass die umgefallen ist, Mann. Stell dich nicht so an, ne? Voll am Verbluten, stell dich nicht so an. Ist das dein Ernst? Alter. Ich bin 100% gleich von hinten angegriffen, ey. Da hinten steht der Huren. Ja, ne? Läuft nicht ganz so gut. Das hätte ich mit der anderen Truppe auch nicht besser hingekriegt. Hätte ich gewusst, dass es da reingeht, wäre ich von da gekommen. Definitiv. Das sieht nicht, dass der trifft. Der killt. Wenn der jetzt killt.
Diese Mission beginnen wir von vorne, aber in der nächsten Folge. Das, ja, lief weniger gut. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich von hier reingehe. Und, ja. Generell ist es anscheinend scheiße, in UFOs von der Seite reinzugehen. War halt ein bisschen unlucky, dass der da eine Granate hingeworfen hat. Ich hätte eigentlich mit rechnen sollen. Aber man tut es irgendwie nicht, weil, also ich tue es zumindest nicht. Weil es ist halt eine Deckung, da kannst du hinlaufen und da kommt die Granate. Und bin ich nicht hinter Deckung, kann ich gleich ein Schild vor mich halten. Hier, tötet mich. Ja, lief nicht so gut. Das werden wir beheben. Wo hat die Mission begonnen? Hier, richtig, richtig. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.